Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht schon, ich bin eigentlich schon nochmal durchschnaufen. Ihr seht, ich bin dabei, mir gerade meine Boxen vorzubereiten. Und ich dachte mir, ich nehme euch jetzt einfach mal spontan mit. Ich habe eigentlich meine Serie gerade angehabt. Aber ich dachte mir, komm, ich nehme euch einfach mal mit und dann könnt ihr mal mein Chaos sehen, warum ich eigentlich dieses Upkitting hasse. Heute ohne Steine und nächstes Mal kommt mit Steine, weil meine Steine sind noch nicht da, beziehungsweise mein Bild ist noch nicht da. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich nehme mir schon mal den ersten Teil vor und mache das mit den Stickern. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Überlegen. Ich habe jetzt hier schon die eine 8 und was? Das muss ich noch rausmachen. Ja, komm raus hier. So, glaube ich hier. So, das sind 78 Slot-Dinger jetzt. 78. 150 Farben hat mein Bild. Dann muss ich mir die jetzt noch rüber switchen. 78. 2. 78, wie viel ist denn das hier? 2, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 101 also. Das heißt, noch 40 Boxen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay, also die großen raus. Die müssen auch raus. So, und die können dann rein. Ich finde Mathe überhaupt nicht gut. Ich habe mich bestimmt jetzt verrechnet oder so. Bestimmt. Aber das sehe ich ja dann. Ich stelle mir jetzt hier gerade so einfach meinen Kasten zusammen. Ich hab etliche von diesen, was heißt etliche, glaube ich 5 oder so von diesen Elizabeth Ward Boxen von AliExpress. Und jetzt mal gucken, ob das so hinhaut. Ich mache jetzt erstmal die eine fertig und dann wollte ich nämlich nicht so viele Boxen auf dem Tisch haben. So, die packe ich wieder weg. So, das rein. Und hier habe ich noch mehr Dosen. Dann stelle ich mir die immer so gerne zusammen. Wisst ihr, was ich meine? So, weg damit. Oh. Gucken wir einfach mal. So, und wenn ich dann doch irgendwie mich verzählt oder verrechnet habe, kann ich mir das hier einfach wieder umstellen. So, dann gucken wir einfach mal. Also, meine Bilder mit vielen Farben, die ich ja selber pixel, das seht ihr auch direkt anhand, ne? Da steht dann immer viel Farben drauf, auch wenn es zum Beispiel nur 80 Farben sind. Aber ihr seht einfach anhand der Bilder schon, welche ich selbst pixel. Und dann bekommt ihr so einen Stickerbogen mit dabei. Da sind alle 447 DMC auf einem Stickerbogen drauf. Und das sind einfach schon Etiketten drauf, ja. Das bekommt ihr einmalig dazu. Das heißt, ihr könnt euch das ganze System, ich nenne es einfach mal liebevoll das Pichu-System, weil meine Farben dann einfach immer einheitlich die DMC hat. Und so könnt ihr euch so ein einheitliches System machen, wo ihr dann einfach nur die Na,
die Dosen dann austauschen müsst. So, ich mache das jetzt einfach mal so. Das passt eigentlich ganz gut. Ich mache mal näher ran. So, bei mir ist es heute ein bisschen arg dunkel. Ich versuche das jetzt einfach mal ein Stück heller zu machen irgendwie. Ich hoffe, das geht. So, die 152 brauche ich, dann brauche ich die 154. Und den Sticker dann auch schön aufbewahren, weil so könnt ihr euch dann nach und nach alle Dosen fertig machen und am Ende, wenn ihr dann einfach richtig Bock drauf habt, müsst ihr euch nur noch die Dosen immer wieder auffüllen. Das ist richtig cool. Ja. Das funktioniert aber auch nur mit den mit vielen Farben, also die ich selber pixel, ne? Ich habe ja zwei Produktionsfirmen und die arbeiten anders. Also einmal halt das, was ich rendern lasse. Und was ich selber pixel. Ja, genau. So, ich mache jetzt erstmal alle DMC, die ich so brauche. Das ist cool. So, alle DMC, die ich brauche, weil und dann später mache ich nach Farben. Ich sortiere mir das immer super gerne nach Farben. Aber erstmal muss ich gucken, welche ich brauche. Ich hatte heute einen super tollen Tag. Also ich habe mein Tag ganz toll gestartet, weil ich nämlich Geburtstag habe. Ich ging meinen Mann heute dezent auf den Knirf damit. ja, wir waren dann erstmal beim Wertstoffhof. Dann mussten wir nochmal zum Piercing-Studio, weil ich mein Piercing verloren habe. Ich verliere den irgendwie, wenn ich Hula-Hoop mache. Ich habe so einen Smart-Hula-Hoop-Reifen und dann ist mir aufgefallen, irgendwie, dass ich den verloren habe danach. Und es war ein bisschen blöd irgendwie und mir ist es dann aufgefallen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann einen neuen Piercing geholt. Ich habe mir jetzt einen mit Sternen ausgesucht. Fand ich ganz süß. So, 109, 111. Ich habe keine 110 in dem Bild. Ja, einen mit Sternen habe ich mir ausgesucht. Dann waren wir bei Teddy. Oh, und ich wollte eigentlich was holen, ich möchte gerne mal eine Verlosung starten und dann dachte ich mir so, komm, lass uns mal bei Teddy reinschmökern und gucken, ob ich da was Cooles finde, aber ich habe rein gar nichts Cooles gefunden. Das heißt, ich werde noch was Schönes organisieren für euch, so Thema Kreuzstich und mal nach Zahlen werde ich auch noch was Cooles holen. 317. So. Genau. So. Habe ich was ganz Cooles so gedacht. Ja. Dass ihr euch das dann aussuchen könnt, woran ihr teilnehmen möchtet. Ein bisschen wie bei Heidi habe ich mir schön abgeguckt. So, 327, okay. Genau, ich habe mir das bei Heidi abgeguckt. Dankeschön, Heidi, für die Inspiration. Beziehungsweise Idee, klaue ich mir. Ja, ich habe da auf jeden Fall richtig Lust drauf. Und
dann werde ich noch was Schönes nach dem Video ein bisschen schmökern, ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Auf jeden Fall, ich habe ein riesen Paket von meinen Mädels bekommen. Ja, das haben sie auch schon gesehen, wie ich mich gefreut habe. Ich liebe alles daran. Und was ich auch bekommen habe, ich zeige nicht alles, weil es... Nö. Aber eins werde ich zeigen, weil ich darauf nämlich richtig Lust habe, euch das zu zeigen, weil es nämlich so... Oh, das ist so süß, ja. Und das werde ich dann mit euch anfangen. Es ist ein Mal-nach-Zahlen-Bild und das werde ich mit euch anfangen. Es ist einfach so Zucker und es zeigt mir auch einfach, dass meine Mädels mich kennen. Ja. So, 355. Trend 56. Och, ich bin ganz ehrlich, ich bin so froh, dass ich mir das jetzt gerade schon vorbereite. So, die 407. 56, genau, 407. Danach sind wir nach, warte mal. Genau, dann waren wir bei Teddy, haben im Endeffekt dann einfach nur Scheiß für uns gekauft. ja, so. Und neben Teddy ist ja direkt Kick, ne? Das ist ja, genauso böse. Auf jeden Fall habe ich dann so schöne künstliche Teelichter gefunden. Die habe ich dann mitgenommen. So, ich muss mal kurz scrollen. Damit ich, genau, so ist gut. Damit ich noch sehe, was ich noch drauf mache. So, 422. Ja, da haben wir dann auch noch was Schönes gefunden. Ich habe auch für mich schöne Unterwäsche gefunden. War richtig schön. So, 34. Dann sind wir nach Hause. Genau. Dann haben wir die, also in der Zeit haben wir die Benjamin-Blümchen-Torte auftauen lassen, weil zu meinem Geburtstag muss es immer eine Benjamin-Blümchen-Torte geben. Wenn es keine Benjamin-Blümchen-Torte gibt, ist das schon mal ein ganz schrecklicher Geburtstag. Benjamin-Blümchen-Torte ist für mich einfach Pflicht. Ich liebe sie. So, dann 37. Und mir ist es fürchterlich egal, ob dann jemand sagt, du bist kindisch oder so. Ja, bin ich. Ist mir egal. Lass mich in Ruhe. 451. Jo. Dann kam meine Mama vorbei. Da habe ich mich mega darüber gefreut. Dann hat sie Becherkuchen mitgebracht. Das ist mein Lieblingskuchen, abgesehen von der Benjamin Blümchen Geburtstagstorte. Warte, was mal? 535, das kann ich langsam umdrehen. 535. Ja, dann kam meine Mami vorbei. Da habe ich mich mega gefreut. Ich sehe meine Mami ja nicht so oft. Und ich bin einfach immer super happy, wenn ich sie sehen kann. Weil meine Mama und ich sind einfach ein Dream Team. Ich habe ihr viel zu verdanken. Und
liebe sie. So, 550. 600. 612. Oh, das ist schon ein ganz schöner Sprung. Wow. Ich zeige euch gleich auch, wie das dann aussieht bei mir, wenn ich hier fertig genudelt habe. Ja, und dann gab auch schon fliegender Wechsel so ungefähr. Dann kamen direkt Schwiegereltern. als meine Mama gefahren ist, dann kamen direkt schon Schwiegereltern. Dann hatten wir ausgemessen, also erstmal nochmal weiter Torte gegessen. Nochmal Torte gegessen. Und ja, dann haben wir die Terrasse ausgemessen, weil nächstes Jahr ist Projekt Terrasse dran. Dieses Jahr war Projekt Bäume. Da wir sehr viel Ärger mit den Bäumen hatten. Manche waren schon so kaputt, dass sie leider weg mussten. Was ich sehr schade finde, auch der Apfelbaum, der musste leider weg. Der war schon von innen so hohl. Und der wäre uns auf jeden Fall beim nächsten Sturm weggeknickt. Und dadurch haben wir ihn jetzt kontrolliert entfernt. Genau. So, 46. So, 46, 47. Ah, vielleicht lasse ich das noch auf jeden Fall so in der Reihenfolge. Dann habe ich das leichter beim Einfüllen. Und dann sortiere ich um nach Farben. So, dann haben wir einmal die 48, 76. Ich muss immer so aufpassen. Ich habe ein ganz schönes Zahlenproblem, dass ich oftmals Zahlen so verdrehe. Das ist echt schwierig manchmal. So, 77 habe ich. Dann die 712. 712. 712. 721. Das wäre nämlich jetzt zum Beispiel so ein Kandidat hier. 712 und 721 würde ich wahrscheinlich verdrehen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist schlimm. 738. So, 738, dann haben wir die 739. Ja, dann hatten die unsere Terrasse ausgemessen und dann wollen wir nämlich die Terrasse nächstes Jahr schön machen. Wir haben auch schon gesagt, wir möchten gerne ein Sonnensegel haben, weil das einfacher ist zum Entfernen, sag ich mal, wenn wir wieder ins Haus reingehen. Letztes Jahr hatten wir ein Pavillon und der ist uns eingebrochen. Ja, und den mussten wir dann dieses Jahr zum Sperrmüll geben, beziehungsweise Wertstoffhof hatten wir den hingebracht. Ach, ja, also dieses Jahr war sehr viel entfernen. Und nächstes Jahr können wir dann gut fertig machen, sag ich mal. Genau. So, 778.
Ich hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr schönen Tag. Ich habe es richtig genossen. Ich bin kein Mensch, der sonst gerne eine Aufmerksamkeit. Wisst ihr, was ich meine? Das mag ich. Also Hochzeit war mir tatsächlich auch schon so unangenehm, so, weil ich da auch so ein bisschen im Fokus stand, zusammen mit meinem Mann. Das sind wir einfach nicht. Wir sind sehr gern im Hintergrund. So, da muss ich noch hier eine 4 hinschreiben. Aber das geht klar, so 804. So. 819. Ja, Freitag holen wir die restlichen Sticker-Bögen ab. Ich habe jetzt nur einen mitgenommen, damit ich das einfach mal zeigen kann, wie das ausschaut. Die kann man auf diesen Box machen, wie ihr seht, oder ihr könnt es auch auf Slotboxen drauf machen und halt auf Dosen. Das finde ich nämlich sehr individuell, wie man das denn machen kann. Und liebe ich einfach. Jeder kann das so denn benutzen, wie er das braucht. So 823, dann kommt 838. 838, da. Ich sehe schon, also klar, ich weiß, dass das Bild sehr braun- oder orangelastig ist. Aber wenn man das jetzt einfach nochmal so sieht, dann ist es schon witzig. So, 39. Ja. Auf jeden Fall wird dann der nächste Teil sein, dass ich dann mit euch die Farben einsortiere. Aber ich weiß noch nicht, wann die fertig sind, weil das dauert schon sehr lange, die Farben halt abzupacken. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, dass das halt auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und die sollen sich absolut nicht hetzen, weil lieber langsam und gemächlich machen, sag ich mal so, anstatt dann viele Fehler zu machen, dass denn da viele Steine fehlen, was dann sehr schade wäre. Von daher alles nur mit der Ruhe. Man kann sich das ja schon, so wie ich, ein bisschen vorbereiten dann. Beziehungsweise das dann in Ruhe vorbereiten, wenn dann alles bei euch dann da ist. So, aber ich dachte, ich nutze jetzt einfach schon mal die Chance, damit ich euch zeige, wie das dann aussieht mit den Stickerbogen. Das fand ich nämlich ganz cool. Und halt ein bisschen über meinen Tag erzählen. Ja, ich mache mir auf jeden Fall auch gleich, was habe ich jetzt gemacht? 919, 902, 919, 920. Ich mache mir auf jeden Fall gleich noch mein Getränk von dem, was mir die Mädels da geschenkt haben. So, das kann ich schon mal zumachen.
Gut, dann kommt die zweite Box dran. Mache ich so. Zweite Box. Wo war ich? Ich war bei 920. 921. 921. Da. Ja, und dann mache ich auf jeden Fall noch ein Video mit dem Bild. Weil darauf freue ich mich mega, das einfach anzufangen. Ja, ich habe dann heute auch noch 922 schöne Blümchen für den Garten habe ich bekommen. Von meinen Schwiegereltern habe ich endlich wieder eine Soundbar. Und ich habe die angestöpselt und ich habe meinen Film angemacht und es war für mich so wieder vollkommenes anderes Filmerlebnis. Mega, was einfach so eine Soundbar wieder ausmacht. Ja, ich muss gleich auf jeden Fall nach dem Video, ich muss gleich so viel machen nach dem Video, fällt mir ein. Ein längeres Kabel, damit ich die Boxen vorne an die Leinwand machen kann. Aktuell habe ich die hinter mir. Und wenn man hinter sich den Ton hat, ist es schon ein bisschen merkwürdig. Es ist halt sehr komisch, weil man guckt da hin und der Ton kommt von einem hinter einem. Das ist ein bisschen weird irgendwie. Bitte wieder an. So. Ja, ich habe ja auch kein normales TV mehr oder so. Wir haben hier überhaupt nichts angeschlossen. Ich gucke ja alles nur über meinen PC, den ich hier im Wohnzimmer stehen habe. Und den habe ich ja dann an den Beamer angeschlossen und dann gucken wir darüber auch irgendwie Filme oder ich gucke darüber sehr viel Netflix, Twitch gucke ich halt sehr viel. Und YouTube gucke ich viel. Ich gucke sehr gerne immer Reaction-Videos. Lass mich gerne einfach auch belabern, auch wenn ich arbeite oder so, lasse ich mich gerne einfach belabern. Boah, ich baue noch so viel, ne? Von 51, 67. 977. So, 3021. Was haben wir noch gemacht? Eigentlich halt ein ganz normaler, chilliger Geburtstag mit Family. Ich fand das total toll, dass sie einfach gekommen sind. Ist für mich nicht selbstverständlich gewesen, weil meine Mama kommt nämlich aus Hamburg. Und das ist halt auch eine Strecke, ne? Nur für ein paar Stündchen habe ich mich sehr darüber gefreut. So 31, 33. Na? 33.
41. So, 47. Oh, ich würde euch am liebsten auch gerne so schon spoilern, ne? Wie das Bild aussieht, aber nee, ich muss mich da jetzt auch noch zusammenreißen. Ich mache das jetzt hier mit euch fertig und dann zeige ich das im nächsten Video. So, 46. Nein, warte. Nein, das war falsch. Seht ihr? Ich habe damit echt Probleme. Aber kriegt man gleich wieder ab. So. Ich brauche nämlich die 64. Die 64 brauche ich. So, dann brauche ich die 78. Die 28. Die 40. Ja, neuen Geschirrspüler brauchen wir jetzt irgendwie. Die Heizspirale ist jetzt kaputt gegangen. Natürlich. Unser Geschirrspüler kann nicht mehr heizen und dadurch wird auch nichts mehr trocken. Ja. Dadurch, dass das schon so alt ist, sind wir am Überlegen, lassen wir wen holen und das reparieren. Oder sagen wir, okay, vielleicht doch mal einen neuen oder so, weil der halt schon echt alt ist. So, jetzt war die 85. 3000, warte. Ja. So.3, 7 und dann die 12. Dann brauche ich wieder die 21. Seht ihr überhaupt noch was? Ja. Okay, gut. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit was mache und ihr seht das gar nicht. So. Ich hoffe, ihr habt Bock auf ein Gewinnspiel. Eigentlich hat man immer Bock auf ein Gewinnspiel, ne? Ich bin leider so ein Kandidat, egal bei welchem Gewinnspiel ich mitmache. Ich gewinne irgendwie nie. Aber ich versuche es dennoch immer super gerne, weil warum nicht? Man hat ja nichts zu verlieren. Außer, dass man nicht gewinnt. Aber ansonsten mache ich da immer gerne mit. So, ich brauche jetzt die, was habe ich jetzt gemacht? 374, jetzt brauche ich die 357. 57. Und die meisten Symbole habe ich auch schon bei meinem aktuellen Doku-Bild. So, jetzt brauche ich die 68. Muss ich gleich mal gucken, ob ich noch mehr Dosen holen muss. Sieht nämlich so aus. 37.
Eins. Zwei. Bisschen, scroll jetzt mal ein bisschen runter. Ja, ich glaube, ich brauche andere Dosen. Ich hole die mal ganz. Nee, warte, ich habe hier noch. Ich habe hier noch. Dann mache ich jetzt nämlich hier die lieber dahin. So. Wie viel habe ich denn noch? So, ich habe jetzt die 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, also 33 noch. Ja. Nehme ich die nochmal raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, da muss ich noch andere holen. Ich gehe mal kurz an die anderen holen. Moment kurz. So. Ich werde das auch nicht rausschneiden, weil es ist einfach mein Video. Müsst ihr mit klarkommen. So. Was war das? 33. Ne? Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Dann mache ich das so. Das nehmen wir ab. Darauf. So, dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wusa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier. So. Kann ich das? Ich hätte das gerne nämlich tatsächlich in zwei Boxen einfach nur. 26. So, da hatte ich jetzt 24. 24, 26, 27. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Passt auf. 26. Das, obwohl ich echt miserabel in Mathe bin. So.
Das mache ich noch weg. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig. Was war ich? 33 noch. Nee, warte, muss ich hier anfangen. Das habe ich, glaube ich, aber nicht mehr genug. Kleine Dosen, passt die noch dahin? Ja. Muss ich noch mal holen? Langsam wird es kritisch hier. Mache ich die erstmal wieder hier rein. So, dann habe ich den erstmal wieder voll. Dann mache ich den voll. Ich noch ein kleines. So, gucken wir doch jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, mal gucken. Den hier. Muss ich die Steine dann noch rausmachen? So. Jetzt mal da rein. Jetzt fehlt mir noch ein Döschen. Ein Döschen. Mache ich die erstmal hier wieder zu. Ach, hier habe ich noch eins. Ja, sehr abenteuerlich gerade bei mir. Und ich bin wirklich froh, dass ich mir das schon vorher überlegt habe, das vorzubereiten. Wenn ich jetzt noch die Steine reinmachen müsste, wäre ich, glaube ich, echt schon bedient wieder. So, dann kann ich die eigentlich schon wieder mitnehmen und dann hole ich noch mal kurz.
So. Gut, also. Dann nehme ich hier das hier. Ich sehe das gleich schon kommen, dass ich jetzt gleich eins zu viel habe, weil ich mich wieder mal verrechnet habe. So. Gut. Kommt das runter? Guck mal, dann können wir das hier auch mal austauschen. Kommt da ein neues rein. Gut. Das kommt da rein und dann kann ich das direkt wieder zumachen. Gut. Kann ich jetzt weiter stickern? wo war ich? 72. Die ganze Zeit. So, 72, doch richtig. Schon da unten. 72, 74. So. Sechsundsiebzig. So, dann haben wir jetzt die 82. Na, ja, komm schon. 82. Die 87. So. Die 90. So. Ja. Habe ich jetzt doch zu viel oder was? Naja, gut. Jetzt habe ich doch zu viel gemacht. Oh, ich kann nicht mehr. Ich und Mathe, das ist doch unglaublich. So, dann haben wir die 23. Jetzt habe ich wieder hochgescrollt. Hoch. Habe ich da 308? Es war so richtig merkwürdig. Die Reihenfolge ist auf dem Stickersheet ein bisschen abenteuerlich, aber da muss man dann genau gucken.
3, 8, 24. Jetzt hatte ich schon gedacht, von wegen, da fehlen irgendwie DMC drauf, aber kann ja nicht sein, weil ich ja jede DMC drauf gemacht habe. Aber die Reihenfolge ist sehr abenteuerlich auf jeden Fall. So. Die 27. Da. Da oben. Witzig, jetzt habe ich mich doch so heftig verzählt, das kannst du dir nicht ausdenken, glaube ich. Also, naja, 34, so, 34, 36. Dreiundfünfzig, da. Tada, 55. 3.500. Also, tatsächlich ist das so, dass man ab der 3.800 ein bisschen suchen muss hier auf dem Sticker-Sheet, aber das macht man ja im Endeffekt nur einmal und dann muss man sich die Döschen ja auch nur noch zusammensuchen. 56. So, 56, 57, gleich habe ich es geschafft. Und dann habe ich eine Stunde lang gestickert. So, 57, wo ist das? Da. Neunundfünfzig kommt jetzt dran. 59. 59, 60. So, dann haben wir Teil 1 auch tatsächlich ganz gut gemeistert. Ich glaube, ich werde mir das aber gleich doch noch mal umsneaken. Oh, jetzt die 61. Ja, 61.
weiter. 61, 62, 63, 63, 64. Oh, habe ich das doch richtig gemacht? 66 und Ekro. Und dann nehme ich mir die zwei Boxen raus. Raus und mache mich hier Eco rein. Ja, und dann habe ich auch alles geschafft. So, und jetzt sieht aktuell mein Stickerbogen so aus. Also, und dann weiß ich zum Beispiel, die halt nicht mehr da drauf sind, von wegen, okay, die habe ich schon. Und kann mir dann einfach die dann einfach beim nächsten Bild einfach snacken und erweitern. So, dann machen wir hier Klappe zu, Affe tot. Und dann habe ich die Dosen schon mal vorbereitet für mein Halloween-Bildchen. Ich werde es wahrscheinlich nicht rechtzeitig bekommen. Für den Start oder so. Aber ich habe damit gar keine Probleme. Ich kann das ja auch einfach, es geht ja auch ein bisschen, ne? Und das dauert sowieso. Ich muss jetzt dann noch die Farben einfüllen. Das wird dann das nächste Video von dem Projekt. Und genau. Ja. Dann mache ich ganz gemächlich. Aber ich habe es schon mal vorbereitet. Und ich finde, das sieht jetzt ganz cool aus. Es nimmt jetzt nicht so viel Platz auf meinem Tisch weg. Das kann ich ja noch immer schnell wegpacken oder sowas. Und passt tatsächlich auch noch unter meinem Tisch. Was ich ganz gut finde. Genau. Das ist so mein Sortiersystem für die Bilder mit vielen Farben. Und ich habe noch genug Slotboxen. Ich muss mir aber, glaube ich, noch kleinere holen, dass ich dann halt immer wieder switchen kann, je nachdem, was für Farben ich brauche. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart, und wir sehen uns dann bei diesem Projekt auf jeden Fall, wenn wir dann die Farben da reinfüllen, weil gestickert ist es jetzt schon. Freue mich. Ja, das nächste Video wird auf jeden Fall sein, mal nach Zahlen, das Bild, was ich von meinen Girls bekommen habe. Genau, ich freue mich. Auf Wiedersehen, und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Ciao.